Hallo Knusperkekse und Blubberärschchen. Willkommen zurück hier bei Part 2 von Wanderung im Dunkeln. Der erste Part hat schon eine halbe Stunde gedauert, deswegen habe ich jetzt mal eine Pause eingelegt. Es ist nichts großartig Tolles passiert. Ich bin hier einen Gang weitergegangen, als mir die Quest ursprünglich gesagt hat, und bin hier auf einen Gargoyle getroffen. Der war nicht schwer zu besiegen, aber hatte schönen Loot. So, jetzt sehe ich mich noch ganz kurz in dem Raum, wo der Gargoyle gelebt hat, um. Und da würde ich nicht leben wollen, denn der hat kein Flatscreen. Und der hat keinen Computer. Und der hat keine Konsole. Der hat ja gar nichts hier. Außer beschissene Steine. Aber das ist sein Problem, nicht meines. Lass uns weitermachen. Und zwar erkunde die Ruinen weiter. Und jetzt wollte ich weiterlesen, aber es hat nicht geklappt. Aha. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne eine Möglichkeit, das Portal zu aktivieren. Naja, das ist ja nicht allzu kompliziert. Es hat geklappt, komm. Betritt das Portal. Mache ich auch gleich. So, weißen Bildschirm hier. Jetzt gehe ich wieder ins weiße Licht. Wird wieder schön geladen. Mal sehen, was uns jetzt als nächstes hier erwartet. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vella Glan. Folge den Kriegern der wilden Jagd. Ah, also da in die Richtung geht's nicht, muss hier lang. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Wow. Lauter eingefrorene Golems. Zu geil. Warte mal. Ihr habt gedacht so, der Papa übersieht die Kiste hier. Ach, scheiße, nur beschissene Wasserflaschen drinnen. What the fuck? Aber der Papa hat sie nicht übersehen. Wie sie angreifen. Okay, ich habe das Gefühl, jetzt kommt es gleich zum Showdown. Das wäre ein richtig guter Kampf, den braucht der Papa jetzt auch wieder. Jawoll. Ja, scharrast dich mal selbst, Alter. Tja. Esse esse. Ta pardone. Mili ni hamar. Rein! Kümmere dich um sie. Na, komm her. Komm zum Papa. Du mit deinem schwulen Zauberstab hier. Schönzabir. Fuck, was macht er jetzt? Okay, jetzt ist die Höhle hier vereist, weil der einen Spruch gebracht hat. Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crests Woge ab. Bleib dicht bei mir. Da, okay. Schon wieder diese scheiß Fackel, Alter. Dass man hier keinen Zauber ausrüsten kann, außer den Schild, wenn man eine Fackel trägt, ist ja bescheuert. Okay. Das heißt, ich darf mich auf keinen Fall aus diesem Schild rausbewegen, weil ich nehme an, dass die Kälte draußen mich ziemlich schnell down machen wird. Was machst du jetzt? Das ist eine mächtige Zauberin. Das gefällt mir gut. Wir müssen sie schließen. Okay, töte die Kreaturen, die aus der Spalte auftauchen. Okay, da kommt schon einer. Alles klar. Fahrt, gib gleich mal Igni und auf die Fresse. So, und du, Krüppel, pam. Oh, scheiße, schnell zurück. Oh, schnell zurück, Unterschied. Fuck, zu früh Igni gezündet. Aber die weichen nur aus, die blockieren nicht. Das heißt, wenn ich einen Schlag lande, dann treffe ich ja auch wirklich. So, Igni für dich, Bastard. Komm hier in den Schild hinein. Mucke ist geil. Passt. Schwefel. Ja, logisch, wenn wir das schaffen. So, ich werde mir schön wieder ein Schild geben. Und jetzt geht's weiter mit Kera. Jawohl, sehr gut. Den wollte ich looten. Das passt. Okay, das wird jetzt dreimal passieren. Wahrscheinlich kommen unterschiedliche Arten von Monster raus. Es wird wahrscheinlich immer schwerer.
Bin gespannt, was jetzt auf mich wartet, hier in diesem, in dieser Spalte. Okay, war klar, töte die Kreaturen. Was kommt denn da jetzt? Ah, kommen wieder so Hunde. Okay. Oh, jetzt habe ich hier zwei mit Igni gleich erwischt. Perfekt. Oh, fuck. Weg hier. Zurück in den Schild. Aber ich habe hier... Oh, ich habe hier richtig gut abgeräumt, die Typen. Oh, das hat auch wehgetan. Hat ihr gesehen? Zuerst geschlagen und dann Igni. Tja, ihr dumme Krüppel. Was habt ihr denn davon, wenn ihr euch mit dem Papa... Wenn ihr euch mit dem Papa anlegt? Ich loot hier inzwischen die ganzen Viecher. Da gibt's schön Schwefel. Das ist nice. Nein, geh zurück. So, jetzt habe ich hier das ganze Trockenbrot habe ich hier aufgebraucht. Jetzt habe ich hier Dörrobst, auf das ich zurückgreife, wenn es ums Futtern geht. Passt. Schild auffrischen, Igni ran. Und dann wieder die Kreaturen töten, die aus der Spalte auftauchen. Und da sind sie schon. Da lassen sie nicht lange auf sich warten. Kommt zum Papa. Warum habe ich denn jetzt kein Schwert? Verdammte Scheiße. Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt muss ich hier mit dem Faustkampf. Und komm schon. Sei nicht schüchtern. Oh, mein Schild. Der hat mein Schild zerdeppert. Fahrt. Rille, Ralle, Pille, Palle. Zack, Todesstoß für dich. Und jetzt habe ich hier noch einen Hund. Komm schon, du dreckiger Hund. Du schlingender Hund. Nein, es ist noch ein zweiter hier. Ah. Komm schon. Nehme ich mir Zeit für dich. Pam, Todesstoß. Du dreckiger Köter. Es hat funktioniert. Jawollo. 100 Erfahrungspunkte, das ist richtig viel. Und ich habe die Kälte besiegt mit Kera gemeinsam. Was ist los? Very, very nice. Vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Oh nein, muss ich dich auffangen? Oh. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Und knutschen, Geralt. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausholen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Tja. Folge Kera. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Okay, was machst du jetzt, Kera? Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein Eisblock. Oho, den bearbeitest du mit Blitzen. Okay. Okay, verfolge die Krieger der wilden Jagd. Quest aktualisiert, passt. Das gefällt mir hier in den Katakomben, das finde ich ziemlich cool. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Ja, das stimmt. Er erwartet uns. Da ist ein Krieger der wilden Jagd. Och, geil. Dem hau ich jetzt auf die Fresse. So. Jetzt mal Armbrust ausrüsten und dann schön. Runter mit mir und... Na, geh doch runter, Geralt. So. Okay, Zwischensequenz. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Geile Rüstung. So eine will ich auch haben, nicht so ein Lappen. Ich habe nur so einen Waschlappen hier umhängen. Alter, die ist geile Rüstung. Oh, die Maske. Oh, nice. So, jetzt gibt's auf die Fresse für dich. Danach nehme ich dir deine Rüstung. Du bist stur, Deune. Tja, wer ist Deune? Gerald, soll ich dir helfen? Na klar. Hör auf, mich rumzukommandieren. Passt, wieder zu zweit. Mal sehen, wie lange ihr durchhaltet. Fuck, und gleich den ersten Schlag kassiert. Oh, und das Schild ist gleich zerstört worden. Alter, der langt hin. Okay, sie lenkt ihn ab. Das passt. Mal sehen, was sie so macht, damit der Typ jetzt hier irgendwie abgelenkt ist. Lass mal sehen. So, friss hier mal. Feuer. Fuck, mein Schild ist down. Aber
Aber Igni macht richtig Damage. Habt ihr das gesehen? Der hat jetzt so ein Schutzschild um. Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Bleib ruhig. Jetzt hat er sich geportet hier in die Mitte. Okay. Was denn jetzt hier? Wer dagegen Viecher? Hat jetzt. Den kann ich. Ach, scheiße. Shit, der Schild macht mir Damage. Okay, kümmere ich mich mal um die Hunde. So. Ich werde mal mein Schild reaktivieren. Oh, fuck. Scheiße, ich darf nicht mal in die Nähe von dem Schild kommen, kriege ich schon Damage. So, einen Hund habe ich down. Zweiter Hund down. Fuck, Autoattacke. Shit. Ich mache mir hier selbst den meisten Damage. Okay. Oh, jetzt hat er sich in seinem verschissenen Schild hat er sich regeneriert. Ich werde jetzt hier nochmal mein Schild aktivieren und dann warten, bis ich Igni zünden kann. So, und jetzt, fahrt! Jetzt werde ich ihm mal, fahrt, ordentlich Igni draufrotzen. Shit, 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 shit. Und pam, pam! Das hat gut gesessen, das hat gut gesessen. So, lenk ihn ab, Kehrer, lenk ihn ab. Ich werde ihm Igni raufrotzen. Der hat jetzt nicht so viel Damage gemacht wie der Flammenwerferstrahl. Ich werde versuchen... Ne, der macht nicht so viel Damage. Und da blockiert er leider. Alle Angriffe, alle Nahkampfangriffe, bis auf einen bis jetzt hat er blockiert. Ach, der hat auch gesessen. Nein, Alter! Fuck, jetzt hat er sich schon wieder den Schild draufgeschissen. Oh gut, okay. Kommt her, ihr verdammten Dreckstöhlen. Der Papa, der macht aus euch jetzt Gulasch. Jawohl. Kalt gemacht, den dreckigen Hund. Gut. So, jetzt hat er... Ah, seht ihr, jetzt hat er sich nicht mehr ganz regenerieren können. Ich hatte die Hunde schnell down. Allerdings, ich habe ja jetzt momentan... Muss ich warten, bis Igni ich wieder zaubern kann. Okay, Kehrer, lenk ihn ab. Ich werde ihn dann mal wieder schön Feuerzauber raufrotzen. Okay. Und los, Flammenwerfer. Fuck, der Bastard, Alter. Jedes Mal, wenn ich ihn angreife, ziehe ich die Aggro. Ich kann den Flammenwerferspruch daher leider nicht so oft bringen. So. Schön ausweichen hier. Warten, bis ich wieder zaubern kann. Und jetzt... Jawohl. Okay, es macht doch ein wenig Damage. Und dann werde ich versuchen, hier einen Schlag zu landen und sofort ein Ausweichmanöver zu starten. Boah, Alter, Gott sei Dank habe ich ein Schild. Sonst würde der würde so viel Damage machen, der Typ. Okay, werden wir gleich mal ein Schild erneuern. Und dann auf Igni warten. Ausgewichen und Gegenangriff. Fahrt! Der hat gesessen. Sehen wir. Jetzt hat die hat ihn unter Kontrolle und hat ihn gefinisht. Ohohoho. 250 Erfahrungspunkte. Zu geil. Sehen wir uns um. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir im Labor des Elfen. Zu geil, hey. Das hat jetzt richtig viele Erfahrungspunkte gebracht. Ich werde hier mal mit den Hexersinnen den Raum jetzt noch... Ah, seht mal, hier habe ich fast was vergessen zu looten. Den Raum jetzt noch durchstreifen, auf der Suche nach irgendwelchem Loot. Okay. Die Viecher, die ich umgebracht habe, die kann ich looten, das passt. Aber hier gibt es doch garantiert noch irgendwelche anderen schönen Gegenstände, die der Papa sich jetzt aneignen kann. Seht mal, hier, na, was sage ich? Eine Kiste mit Oliven. Beschissene Olive. Okay, was haben wir da drinnen? Zwergenschnaps. Den finde ich aber sonst auch eigentlich recht oft. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Kiste. Oh, eine Axiglyphe. Ah, fuck. Jetzt muss ich mir die Zwischensequenz ansehen. Sieh, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuche den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf, noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind.
Tja, das stimmt, ja. Nur. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Buckelmoor, Buckelsumpf, draufgeschissen, ey. Aber ich habe nicht gesagt. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Tja. Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Okay, wo finde ich diese verdammten Hexenbrut? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ich auch. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Alter Schwede. Na wo gut, hatte die denn dieses Buch bis jetzt versteckt? Frage nicht. Gut, alles klar. Das hindert mich jetzt aber nicht am Suchen von Loot. Oh, geil. Mondscherben. Silbererz. Geil. Und hier gibt's rote Gegenstände, habe ich gesehen. Bevor mich jetzt hier so ein roter Gegenstand aus dem Teil hier rausführt, möchte ich aber noch looten. Die Bärenlegende. What the fuck? Angewandte Magie. Kann ich aber nichts lernen draus. Was haben wir hier? Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. So, was liegt hier? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Aha, was haben wir denn hier? Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Grafikfehler. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Und wo hattest du das? Was ist das? Zuerst das Buch das und jetzt das Ding. Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Das mache ich schon, wenn ich deinen Ausschnitt gucke. Danke. Aha. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, geh drauf zu, drücke A. Okay. Oh, geil. Illusion auflösen. Nice. Einfach, nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Very nice. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische, was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, logisch helfe ich dir.
Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan. Magische Lampe, Folge Kayra. Wir bestimmt etwas. Oh, Level Up. Und einen zusätzlichen Punkt, den ich investieren kann. Lass mal nachsehen. Charakter. Wo kann ich den denn noch hineinsetzen? Seht mal, hier, die nächste Stufe von Quen. Es wird ein aktives Schild erzeugt. Das klingt doch richtig geil, oder? Das will ich lernen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das will ich lernen. Passt. Vom Schild absorbierter Schaden stellt Vitalität des Spielers wieder her. Das ist ja richtig geil. Dann lass doch mal hier das ausrüsten. Jawohl. Passt. Denn das will ich jetzt öfter verwenden. Wenn ich dann nämlich keine Tränke mehr habe, mich heilen kann, kann ich mich mit dem Schild hier heilen. Och, ist ja zu geil, hey. Und während dann die auf mich draufdreschen, regeneriere ich Gesundheit. Hammer. Hammer, dieser Schild. Oh, ein weiteres Rätsel. Weiteres magische Lampenrätsel. Na gut, lass mal machen. Boxen gegen die Tür, funktioniert nicht. Lass sie untersuchen. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Ich verstehe. Also zwei von den Typen sollten ein Instrument haben und irgendjemand sollte mit... Irgendeiner von denen sollte irgendein Vieh bei sich haben. Okay, lass uns die Statue mal näher ansehen. So, der Typ hat was in der Hand, das sieht aus wie ein Instrument. Der Typ hat nichts in der Hand und der hat ein Vieh. Okay. Und der hier? Der hat ein Vieh und ein Instrument. Gut, dann weiß ich, dass das Nummer 1 ist. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Okay. Vier Statuen. Nummer 3 war der mit dem Tier. Versuchen wir es. 2 und 4 haben beide Instrument gespielt. Ich werde jetzt einfach mal auf gut Glück den hier anzünden. Gerade ist was passiert. So, jetzt zünde ich den hier an. Hinter der Wand da. Und dann den letzten, der hatte nämlich auch ein Instrument in der Hand. Das passt. Hey, gleich beim ersten Mal. Hohohoho, der Papa ist klug. Der Papa ist schlau. Das habt ihr nicht gedacht, hä? Ja, habt ihr euch gedacht so, der Papa, das ist ja grundsätzlich ein Trottel. Der braucht ja für alles immer 14 Mal. Aber was sagt der Papa? Nee. Also, ich scheitere ja am Film, aber hier in dem Rätsel. Nee. Das habe ich hier gleich beim ersten Mal geschafft. Geil. Wenn ich wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Passt. Lampe haben wir geholt. Was haben wir denn hier in der Kiste? Ich war zu schnell. Oh ja, Kavalleriestiefel. Naja. Naja. Jetzt zeigt mir die gepunktete Linie. Ich muss in diese Richtung. Der vertraue ich ja grundsätzlich wenig, aber dieses Mal schon. So, ich soll hier nach oben. Und hier geht's nach oben, das bedeutet grundsätzlich ja... Aha, das ist eine Illusion. Oh, und Ausgang ins Freie. Och, zu geil. Very nice. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren.
Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zuletzt angezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Logisch, wenn die nächste Quest und eine fette Knutscherei rausschaut. Jawohl. In diesem Fall werde ich warten. Passt. Bis dann, Kera. Bis dann, ich werde deine Möpse vermissen. Quest aktualisiert. Magische Lampe. Abgeschlossen. Zu geil. Zu geil. Das war richtig, richtig gute Questreihe jetzt hier in den Katakomben. Ich habe eine neue Quest bekommen. Spitze. Okay, Doki Knusperkekse und Blubberärschchen. Herzlichen Dank, dass ihr euch hier mein Let's Play angesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, denn ich hatte jede Menge davon. Wenn ihr den auch hattet, dann abonniert meinen Kanal. Wenn ihr sagt, nö Papa, du, die magische Lampe, du hast ja das Rätsel hier beim ersten Mal gleich geschaffen und du müsstest ja mindestens 15 Mal brauchen, wenn ihr das denkt, tja, dann hilft nur eines, nämlich abonniert meinen verdammten Kanal. Wie auch immer ihr euch entscheidet, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann.